Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind auf Bracca, müsste es noch sein, wenn mich nicht jetzt alles täuscht. Ne, Bogano. Ach, Bracca war was anderes. Bogano. Und wir haben uns... Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Kann ich wieder zurück? Nein. Hey, danke. Wir haben uns hier durchgeschlängelt und sind nun zu diesem wunderschönen, wie heißt es so schön? Gewölbe? Monument war das, was ich gesucht habe. Und da haben wir uns auch ausgelockt und wollten jetzt weiterschauen, wie es weitergeht. Genau. Ihr seht, oben rechts oder links wird einmal Werbung stehen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich nachher eine kleine Werbung schalten werde, die gerade läuft. Und ihr werdet es dann nachher aussehen. Wir machen mal weiter. Und damit herzlich willkommen zu Dark Souls. Das Gewölbe. So, dann gehen wir mal rein, dass der dunkel ist. So. Wahnsinn, ja. Und wieder kommt diese Melodie. Bisschen langsamer. Ich liebe es einfach. Gut. Wir scannen einmal. Geht's dir gut, BD? Oh, hell. Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen aus. Verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Oh. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Warum hast du nichts gesagt? Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Okay. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho tat. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Kriegen wir hin. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Let's go, Viel boy. Glück, Jedi. Bin zwar kein Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht auch mit dir sein. Aber wenn es dich wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Schlecht. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Piep. Noch nicht ins Nasse setzen. Damit aus die Hose. Da machst du Popo so nass. Weißt du, ich war allein und das. Tja, ziemlich lang. Ohne jede. Jetzt wird sentimental. Versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi. Ja. Oder einen Droiden. Das Auge ist vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Ja, nicht ganz, aber ja. Hey. Kommst du mit zu ein paar Abenteuer? Freunden von mir? Let's go, boy! War's das schon? Schauen wir uns mal ganz kurz um. Sepho. Reiseziel Sepho. Holokarte wurde. Nee. Okay. Okay, wir müssen einfach zurück. Das sollte ja kein Problem darstellen, eigentlich.
mich erstmal wieder reinfuchsen in das Ganze. Sie springen, schwerer Angriff. Was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Tatsächlich ist es gar nicht so groß, der Planet, wenn man es genau nimmt. Fatz, voll ins Wasser geflogen. Oh, shoot. Oh. Ah, fuck. Scheiße. Aber ist tot. Ich brauche einen Stim. So. Puh, das war dann doch etwas knapper, als ich dachte. Das ist ein extrem gefährliches Viech. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Komm mal da hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Hoch, was? Ah ja, den wollte ich eh scannen. Mysteriöses Skelett. Die Struktur des Knochen abzuurteilen, handelt sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der Knochen enthaltenen Elemente ist die Reste eines 1000 Jahre alten. Okay. Noch weiter. Ah ja, wir sind bei der verlassenen Werkstatt, so wie es scheint. Okay. Ah ja, wir sind bei der verlassenen Werkstatt. Und zwar. Noch etwas? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ja, natürlich. Da von mir ist eine interessante Sache. Oh, da ist noch mehr. Wir müssen nach da von mir also einmal. Und das scheint ein verblasstes Wandbild unweit des Sepho-Gewölbes auf Pogano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Schade. Werden wir wahrscheinlich irgendwann sehen. Also ich glaube, das wird hier unsere Hauptzentrale werden. Abkürzung freigeschaltet. So. Machen wir kurz diesen hier. Schauen uns die Fähigkeiten an, die wir jetzt bekommen haben. So. Länger verlangsamen. Ich glaube, wir gehen aber hier drauf. Sprintangriff. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir holen uns erstmal aus. Haben wir alles Stims und können weitermachen. Muss ich zurück, schauen. Schneller gehen. Kommen aber nicht lang. Waren wir da schon? Ja, waren wir. Oh, Oder man macht das. Ah, nee, machen wir nicht. Okay. Oh. Das war taktisch etwas blöd. Keine Verfreiung. Was ist das für ein Ort? Sieht ziemlich schmerzhaft aus. Hey, BD1. Eine Macht ist jetzt eingesammelt. Ich habe die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Okay. Jetzt können wir uns hier ein bisschen besser umschauen. Muss ich davon. Nein. Kann man nicht. Hab ich irgendwas vergessen? Nein. Okay. Hier haben wir alles. Wie geht's jetzt weiter?
echt faszinierend. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hä? Bin ich gerade blöd? So kommen wir doch gar nicht, oder? Nee, so kommen wir nicht. Ah! Bitte nehmen wir nicht einfach den Punkt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt heute erst aufstehen um 10. Habe ich dann doch gelassen. Okay. Dann nehmen wir einfach das hier. Die Musik dazu ist so geil. Haben wir denn schon hier alles entdeckt? Nee, gell? Huch. Die Kameraführung ist aber hier ziemlich komisch gewesen gerade. Oho. Da gesehen. Aha, okay. Ich möchte hier alles einstürzen lassen. Schade, es ist nicht so ein bisschen auf die Umgebung auch etwas. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Oh. Eine Machtessenz hier. Alter. Okay. Hilfe! Okay. Das Ding möchte ich jetzt fighten. Servus Leute, danke, dass ihr zum heutigen Video eingeschaltet habt. Ich mache jetzt eine kleine Werbung, denn ich bin in Kooperation mit Raid Shadow Legends und da brauche ich eure Hilfe. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr dieses Spiel runterladen und könnt dann, wenn ihr es Tutorial gespielt habt und euren Namen hier oben geändert habt, hier, könnt ihr mich unterstützen. Ohne irgendwas zu machen, einfach nur, das Spiel spielen. Mehr müsst ihr nicht machen, dann unterstützt ihr mich schon. Ich zeige mal, wie das Ganze geht. Wer Raid Shadow Legends nicht kennt, das ist ein MMO. MMORPG? Würde ich das sagen? Nein. Was ist es denn? Wie kann man es am besten beschreiben? Ein Mobile Game, was es auf dem PC geschafft hat, mit rundenbasierten Angriffen. Ich habe jetzt eine richtige Fachbegriff dafür. Es wurde über 15 Millionen Mal runtergeladen im App Store. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und wie gesagt, fürs Handy und für den PC jetzt verfügbar. Ist auch beides spielbar. Man hat hier eine Riesenkampagne, 12 verschiedene Stages mit Abschnitten und allem drum und dran. Also wie ihr sehen könnt, gibt es allerhand zu entdecken. Es gibt PvP, es gibt PvE, es gibt Dungeons. Die Dungeons müsst ihr alles machen. Also Arena PvP müsst ihr nicht machen. Aber wenn ihr PvE machen wollt und vorankommen wollt, müsst ihr Dungeons und so laufen. Also ihr habt immer einen kleinen Ehrgeiz dabei. Es gibt über 400 Champions. Ja, hier habe ich mal ein paar. Hier ist meine Paladin. Ich nenne sie mal Paladin. Den kriegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr diesen Link macht, kriegt ihr natürlich auch Belohnungen, zum Beispiel diesen Jotun hier. Mega geil. Ihr kriegt 300.000 Münzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr kriegt Shards hier für neue Gems nutzen könnt. Alles Mögliche. Also wirklich, es lohnt sich anzufangen. Wenn ihr es euch überlegt habt bis jetzt und noch nicht so ganz wusstet, ob ihr es machen soll oder nicht. Ihr könnt die Gems alle hochwerten, es ist alles möglich. Ich schmier mal ein bisschen hier rüber. So. Also wirklich allerhand. Ihr könnt die Gems auf altmodische Weise bzw. auf die normale Weise hochleveln. Das heißt, ihr geht in ein Level, ihr geht in Kampagne und spielt das Ganze. Oder ihr geht einfach auf die Taverne und sucht euch einen Champ raus. Wählt Gems, die ihr nicht mehr braucht und verbessert diese. So, jetzt ist er Level 23, vorher 22. Armin. Ja, 22. So, und so ist er stärker geworden. Genau.
Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr das gerne tun. Es gibt Wettbewerbe, es gibt Ereignisse, es gibt alles Mögliche. Ihr könnt euch immer einen kleinen Teil dazu verdienen. Aber das Gute ist, ihr müsst dafür, es ist kein Pay-to-Win. Ihr könnt es komplett ohne irgendwas spielen. Zum Beispiel Donau hier. Donau hat es geschafft. Er ist auf Platz 3 in der Arena-Phase. Ich bin ein bisschen abgerutscht, weil ich jetzt nicht gespielt habe. Aber es ist möglich, ohne irgendwas zu investieren, ganz weit vorne mitzuspielen. Hier, Platz 4. Oder Championsjagd. Platz 5. Ganz weit abgerutscht, weil, wie gesagt, ich habe nicht mehr gespielt heute nachts. Es gibt andere, die spielen halt nachts auch. Also je nachdem, wie viel Efforts du da reinbringen möchtest, kannst du natürlich auch gewinnen. Missionen gibt es auch. Es gibt tägliche Missionen, wöchentliche Missionen und monatliche Versionen. Missionen. Und wie gesagt, jeder kann sein eigenes Team finden. Es gibt verschiedene Items. Du kannst dein Team wirklich auf dich abstimmen und für dich das passende finden. So, gehen wir mal rein. Schauen wir kurz in eine Kampagne. Wir machen einfach kurz einen leichten Boss, um euch mal das kurz näher zu bringen. Ich nehme jetzt zwei Gems, die ich gerade am Hochleveln bin, mit. Und die laufen das Ganze. Ganz entspannt. Ist jetzt nicht die Herausforderung. Schauen wir uns das Level an. Aber so funktioniert das Ganze. Ihr spielt die Kampagne. Ihr habt eine mega geile Story dazu. Und habt gleichzeitig auch viel Spaß. Ihr könnt es automatisch machen, ihr könnt es selbst spielen. Es ist alles möglich. Ihr könnt es nebenbei laufen lassen bei irgendwas. Also wirklich mega entspannt. Man kann auch selber spielen, wie ihr es sehen könnt. Und dann zerstört ihr eure Gegner ganz einfach. Kommt auch aufs Level drauf an. Also wenn ihr einen Versuch wagen möchtet, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr es über meinen Link versuchen möchtet. Und wie gesagt, ihr bekommt auch Belohnungen. Das war's jetzt von mir aus der Werbung. Gerne, wie gesagt, vorbeischauen, alles in der Beschreibung. Ich wünsche euch was und jetzt viel Spaß beim Video. Macht's gut. Respawn. Ach so, stimmt, ich habe Zielerfassung. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Okay. Müssen wir das Ganze jetzt nochmal einsammeln? Oder? Ne, müssen wir nicht. Okay, hier waren wir ja. Aber wir gehen nochmal zur Sicherheit da lang. Kostet ja keine Zeit. Okay, daneben. Okay, nein, wir können hier nichts mehr holen. Hat aber auch hier kurz gedauert, bis ich das kapiert habe, dass es hier hochgeht. Für mich sind es einfach manchmal nur einfach Environment, Umwelt, Umgebung. Was soll ich gerade auf Englisch sagen? Ich bin ja so dieser Englisch-Sreak, ne? I guess. Wie geht's denn jetzt? Nein, ich mach nichts. Ach so, das hat vorher die Kamera verändert. So. Oh shit. Den mache ich jetzt fertig. Das ist mein Folgenziel heute. Den mache ich heute fertig. Hat ja schon gut funktioniert. Wir müssen nur darauf achten. Ich fühle mich halt echt viel langsam wie bei Dark Souls. Er macht sein Movement und das müssen wir uns merken. Ah. Ich habe einen neuen Nemesis gefunden. Scheiß Pflanze, Alter. Das war sehr standhaft.
Also wir müssen ja ran an das Ganze. Jo. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was? Im Drehen kann es das machen? Das gibt es doch nicht. Wie schwer kann dieser beschissene Gegner sein? Der macht dauerhaft seine Attacken. Du kannst ja gar nicht angreifen. Aber wir haben schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Also es wird mit der Zeit. Das Springen ist für mich so richtig ekelhaft tatsächlich. So, wir versuchen das jetzt noch zweimal. Und dann möchte ich hier jetzt... Ich brauche noch einmal. Ich brauche noch einmal tatsächlich. Weg da. Okay, let's go. Oh, was? Im Drehen wieder? Ja, das ist zu spät. Oh, fuck. Werf mal her! Hallo? Oh fuck. Oh shoot! Scheiße. Nein! Fuck, es war so knapp! Der verändert sein Movement einfach. Ich fass es nicht. Der ändert einfach sein Movement mittendrin. Ich hab Zweifel. Ich weiß, ich muss ihn nicht machen. Ich habe jetzt aber mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt. Und ich werde diesen scheiß verdammten Pisser jetzt fertig machen. Ich habe auch noch nicht verstanden. Kann man das eigentlich parieren? Bin ich blöd? Ich glaube, ich kann die Angriffe parieren, oder? Aber wenn der Angriff. Ich glaube, das sind solche nicht parierbaren Angriffe. Glaube ich. Also die normalen weiß ich gar nicht, ob die probierbar sind. Das können wir jetzt einmal ausprobieren. Ich muss ja Gott sei Dank nicht irgendwas machen, wenn ich sterbe. So, schauen wir mal. Nein, das geht nicht. Ja, moin, ich bin in der Falle. Oh. Alter, er hat mich einfach in die Mangel genommen. In die Mangel. Bin etwas enttäuscht von meiner Leistung tatsächlich. Ungelogen. Da hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt tatsächlich. Und das werde ich jetzt auch noch versuchen einmal. Dann haben wir leider schon unsere ungefähre Folgenlänge erreicht. Komm jetzt, Platz da. Komm ich da eigentlich auch so durch? Ja, komm ich. Huh. Oh. Okay. Kurz auffüllen lassen. Oh mein Gott, ich kann das echt blocken. Oh. Nee, ich habe jetzt einen Punkt gefunden, weiter zu spielen. Ich mache jetzt diese Runde mache ich ihn. Es kann doch nicht sein. Aber der ist extrem schnell, muss ich sagen. Extrem schnell. Also das ist echt Anspannung pur hier.
Das ist wirklich Stress. Das ist Stress, muss ich schon ehrlich sagen. Wir haben halt noch nicht so viel. Wir haben noch nicht so viel Macht, dass wir den dauerhaft langsam machen können. Und die regeneriert sich auch nicht. Eigentlich muss ich warten mit dem Machtangriff, bis ich meine Macht genutzt habe. So, pass auf. Das ist ja das, es muss. Okay. Okay. Oh mein Gott. Nein, nein, ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Da habe ich mich gerade echt hinreißen lassen. Scheiße, das spielen wir jetzt einfach safe runter. Ich habe jetzt einfach Ewigkeit dafür gebraucht. Oh, es tut so weh. Es tut einfach weh. So. Ahu. Okay, wir wissen jetzt, wie wir es machen. Und ich werde es auch schaffen. So, pass auf. Ach so. Okay. Ja, das war zu spät. Zu früh, meine ich. Was ist denn das für ein fucking Monster? Ich hatte es vorhin fast, dann habe ich mich wieder hinreißen lassen. Wir müssen mehr mit Parieren spielen. Nicht ausweichen. Wir müssen die roten Angriffe ausweichen, ja. Das ist ja klar. Aber wir müssen die, und wir müssen den verlangsamen bei den roten. Dann habe ich mehr Zeit. Aber er darf mich nicht einmal hitten, sonst bin ich tot. Tatsächlich. Jetzt bin ich fast. Passieren langsam Fehler. So, das ist aber jetzt das letzte Mal. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir es beim nächsten Mal. So. Oh, das war zu früh. Okay, 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 okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Ein letztes Stim. Nein, brauchen wir nicht. Ja! Ja, Mann! Oh mein Gott! Oh. Ja, super. Jetzt ist dieser fucking Anschluss nicht gut genug. Geheimnis entdeckt. Besser, Alter. Mit dir. So. Macht's alles? Tatsache, das war der Grund, warum wir hierher konnten. Oder? Nein. Oder? Doch. Jetzt, wir speichern, glaube ich, jetzt erstmal. Den habe ich nicht nochmal Bock zu töten.
überhaupt richtig? Bin ich jetzt wirklich in... Ich bin falsch abgebogen, glaube ich. Ja, bin ich. Ich hätte gar nicht da lang müssen, wie es aussieht. Ich hätte einfach geradeaus hochlaufen können. Naja, jetzt haben wir ihn schon gemacht. Ich fühle... Da hoch, oder was? So, jetzt meditieren wir kurz einmal. Ruhen uns aus. Fähigkeiten haben wir jetzt nicht bekommen, aber wir haben ihn besiegt. Aber auch so schwer, ey. Also, ganz im Ernst, der war so schwer. Kann ich hier jetzt lang? Ah, ja. Ob ich hier lang sollte, war die andere Frage, aber ich glaube ja. Hm? Ja, okay, das hätten wir auch gleich machen können. Ich habe mich noch gewundert, ob wir da lang können, tatsächlich. Jedes Mal süß. Oh shit. Oh shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, hat nicht funktioniert. Schade. Vielleicht wollte ich gerade eins töten. So, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Da vorne muss ich hin. Sie steht schon bereit. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Ein Holo, was? Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Darf ich jetzt speichern? Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Das war die traurigste Szene in Star Wars für mich. Könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen? Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Bauen wir dann ein Viech drauf? Sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Das ist wichtig, es gibt immer eine Wahl. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Wir gehen erstmal nach Sepho, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen einfach nur... Kann ich jetzt hier eigentlich einfach auslaufen? Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Gut. Ich glaube, wir können einfach hier jetzt Pause machen. Können wir uns schlafen legen? Müssen wir uns schlafen legen zum Pause machen? Oder wie ist das? Ich glaube... Ah ja. So, wir speichern einmal hier. So. Speichert ist es. Ich danke fürs Zuschauen. Nächste Woche.
Sonntag, doch nächste Woche. Freitag geht es wieder normal weiter. Tut mir leid, dass diese Woche nicht so viel kam. War sehr, sehr stressig tatsächlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne ein Follow dalassen. Gerne ein Abo dalassen. Gerne auf meinem Twitch-Kanal ein Follow dalassen. Gerne ein Like dalassen. Und gerne auch in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann, was euch gefallen hat. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Cross. Ciao.